Leute, das sind 40er, grüßt euch. Ja, ich wollte einfach mal ein kleines Video machen von dem Umbau von der Karte, die ich mir jetzt gegönnt habe, eine 3070. Vielleicht hat der eine oder andere schon das Video gesehen. Das ist das gute Stück. Ein Gainboard irgendwie mit Phoenix. Und die soll jetzt hier rein, da ist die Vega noch drin. Und die werde ich jetzt umbauen. Ich werde jetzt auch dann bei der Vega erstmal mit DDU, also Display. Wie heißt es nochmal? DDU Display Driver Uninstaller, genau, Uninstaller. Schweres Wort. Und die AMD-Treiber, das ist eine AMD-Karte, das ist eine Vega 64 von Sapphire mit 8 GB. Die werde ich jetzt ja, deinstallieren. Das schneide ich dann zusammen. Und ja, dann baue ich die, wie gesagt, die dann ein. Fahre den runter und dann installiere ich das dann. Und das zeige ich euch dann alles. Ja, ich werde jetzt erstmal den DDU runterladen, also Display Driver Uninstaller. Muss man, glaube ich, auch aufpassen, was man jetzt runterlädt. DDU, den müsste man eigentlich schon gleich finden. Das ist auch der richtige. Manche sind ziemlich. Die sagen, ich bin scheiße, aber mit der manuellen Installation machen wir das mal. Könnte sogar sein, dass ich den noch irgendwo drauf habe, das weiß ich aber jetzt. Fertig. Aber was ich jetzt nicht brauche an Videomaterial, das kann ich natürlich auch schneiden, weil das dauert ein bisschen lange her. Dabei ist dann den Bildschirm NVMe 4.0 drin. Sehr kurios hier. Ja. 7-Zip. So, ich Idiot, hab was vergessen. Das wird einfach nur ein Pack. Ne? Hat er hier hingepackt? Ach so. Eigentlich auch ganz easy, den zu benutzen. Wie gesagt, ich habe jetzt vor hier, ich lasse es einfach so, wie es ist. Ich nehme das alles. So muss man hier jetzt in dem Fall GPU einstellen. Das ist ja eine AMD, die ich deinstallieren möchte. Wie gesagt, die Vega. Und nee, das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt hier säubern und neu starten. Gut, das seht ihr dann nicht, aber egal. Säubern und kein Neustart. Das nehmen wir dann jetzt. Genau, dann steht Versuche, System Wiederherstellungspunkt zu erstellen, weil es aber in die Hose geht. Also das Programm macht eigentlich alles allein. Dauert einen Moment. Zwei, drei Momente. Das gleiche werde ich dann auch, weil die Vega kommt dann in meinen, ich nenne den immer Wochenrechner. Da ist jetzt ein Nvidia drin, ein 970 von Asus, ein Strix. Und da werde ich den gleichen Schritt nur andersrum halt mit Nvidia, ne? Dann die AMD-Software drauf klatschen. Erstmal mein schickes Bild hier vom Simon. Bild sah ich schon. Mein Logo, was beleuchtet ist, die Webcam. Erstmal den Decklauf machen. Ne, ich mache erstmal. Netzfall aus, vielleicht besser. Ja, wo bist du denn? So, die eine Decke sollte reichen, hoffe ich. Ach ne, komme ich ja gar nicht dran, weil der Lüfter da stört. Doch noch das Seitenteil aufmachen. Wundert euch nicht, ich nähe so etwas, was ich bin, erkältet ist. Na,
Nein, kein Corona, normale Grippe, also grippaler Effekt. So. Ich habe mich heute gestern PCR-Test gemacht, der war negativ, Gott sei Dank. Ich hoffe nur, ich brauche nicht neue Kabel. Ich habe nämlich gar nicht geguckt, was ich da genau brauche. Was ist das denn? Achso, das ist USB, Quatsch. Gott sei Dank, stimmt das nicht. So, ich werde mich mal anschnallen hier. Besser ist das. Ja, das ist so schön, safety first, ne? So, ja, achtet auf die andere Karte. Das haben wir jetzt hier auch. Also, ein bisschen enger jetzt hier. Ich kriege die Karte so raus. Einmal. Zweimal. Da müsste ich erst dazwischen kommen. Taschenlampe. Bei dem Case ist halt kacke, weil die, da wo die Blende sitzt normalerweise, da ist nämlich keine drin, das muss man immer ein bisschen zurückschieben, sonst kriegt man die Karte gar nicht raus. Haben die irgendwie ganz merkwürdig gemacht. So, das ist ein gutes Stück. Wie gesagt, Vega 64 von Sapphire. Ich weiß gar nicht, was die wert ist. Könnt ihr ja gerne mal gucken. Ja, die kommt jetzt in den Wochenrechner. So, das ist jetzt die, die RTX 3070, 8 Gig, ja, eine Phoenix. Ja, ich glaube, ich brauche neue Kabel, ne, scheiße. Ah, ne, ich glaube, ich hätte noch einen. Mal gucken, mal sehen. War ein bisschen anders, weil hier die Stromanschlüsse ungefähr in der Mitte, nicht ganz, ne, sind. So. So sieht es von der anderen Seite aus. Das ist jetzt Plastik, aber hier vorne ist halt schönes Metall. Oh, ich habe voll den Zipper hier. Ich sehe nämlich gar nichts. Von der Länge her ist es ja gleich. So, der hat 294 mm und die bin ich schon drin. So nicht. Das ist ziemlich ätzend hier. Muss ich wieder zurückschieben, damit das oben reinpasst. Muss noch mal leuchten. So, ist drin. Kontrolliere lieber alles sechsmal, ist mir egal. So, genau. Ja, die wirkt halt nicht so fett. Also ich meine, die ist ein bisschen höher als die jetzt, ne? Aber gut. So, das war das. Dann muss ich ja wieder einen Schnallen hier. Schraube wieder dran. Schrauben leer brauche ich noch. Schöne Karte auf jeden Fall. Ich meine, viel zu teuer, aber gut. Kennt man ja, ne? Ihr wisst ja, wie die Preise sind. Da.
Sträubchen. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Ich muss mal dran denken, ein bisschen lauter zu sprechen. Weil ich erst nur mit Handy aufnehme gerade. Inzwischen sei es dann halt mit OBS und Mikrofon. So, einmal, zweimal. So schwer ist es hier. Ja, perfekt. So, Stromi. Schnelle ich mich doch wieder besser mal an. Eins, zwei. Ein bisschen kurz. Oh, zweimal, meine Güte, ey. Das ist ewig gesauert. Ja, das hat so. Ja, ein bisschen Kabelbinder, 1, 2, 3 wieder. Das sieht nicht ganz so kacke aus. Natürlich schwarze, ne? Hätte auch immer noch weiße, ja, aber schwarz sieht natürlich besser aus. Ganz klar. Ist halt bei dem Q-Case ist das halt so. Dann sieht man halt doch eher die Kabellage. Weil da gibt es nicht so viele von denen. Dass man mal wechseln könnte. Und das von Lianli zum Beispiel, wo es einen Klon von Intertech, glaube ich, gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Ja, nie schieß mich durch. O11, glaube ich, ja. Dann nehme ich ihn durch. So. Die Pümmel da oben dran, das sieht natürlich kacke aus. Weil hier sind noch so zwei Abzweige für Grafikkarte. Aber ja, ist halt so. So, dann mache ich die Deko wieder drauf. Ne, muss ein Loch. Ja. Einmal. Das fällt. Eigentlich brauche ich das nicht, aber ich lege immer wieder das rein. Der fällt grundsätzlich immer raus, wenn ich das abnehme. Der Filter. Aua. Das soll ja komplett sein. Ne? So. Ja, dann sehen wir uns jetzt gleich bei der Installation von dem Treiber von Nvidia. Ne? Bis nachher. Wir haben hier gerade die aktuellen Treiber von Nvidia runterzuladen für die 3070. Wollen wir die gleich mal installieren, dann gucken wir mal. Ich habe hier vier Bildschirme und leider muss ich noch ein extra Kabel kaufen. Ein DisplayPort auf HDMI oder HDMI auf DisplayPort, wie auch immer. Weil die Wege hatte zweimal DisplayPort, zweimal HDMI und die 3070 leider dreimal DisplayPort und einmal HDMI. Also naja, muss ein 3 Meter Kabel kaufen und gut ist. Dann kann ich alle vier wieder nutzen. Hat doch irgendwie ein Problem mit OBS eben. Wahrscheinlich mit dem Display-Treiber Uninstaller, weil er auf den Grafiktreiber zugriff und hatte eine Error-Meldung. Hat er irgendwas runtergeladen? Keine Ahnung. Ich kann kein Englisch, nicht so gut. Ja. Läuft aber alles wieder.
Machen wir hier. Oh, wirklich. Oder eigentlich hier. Ich habe bis jetzt noch immer nur Express genommen, weil der andere kann man da was einstellen, aber im Endeffekt brauchen wir eh alles, so meines Wissens. Geht auch schneller. Wie auch immer. So, Dauermoment, klar, da werde ich jetzt einen Cut machen. Das kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Von Nvidia oder AMD, das dauert halt eben eine gewisse Zeit, bis da mal was passiert. Nachbarin bekommt anscheinend gerade Pakete. Man hört das. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, warum soll ich immer viel Politiker, wie auch immer. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Ne, im Endeffekt soll auch Spaß sein. Aber egal. Ist das schon wieder Fuck. Ja, wie gesagt, habe ich schon eben erwähnt, ich hätte Bock auf das Video. Und mal gucken, wie die Karte sich so schlägt. Man soll ja auch damit streamen und zocken können, weil die Alexa irgendwie, ach, ich habe keine Ahnung, irgendwann einen separaten Chip für streamen hat. Und ja, mal gucken. Ich meine, die CPU, meine CPU, das sind 10.900X, 10 Kerne, 20 Threads. Das ist natürlich genug Leistung. Mal gucken. Das ist die Qualität ja von da besser, weil ich nutze ja nur Webcams und. Ja, ich würde sagen, man sieht uns, man sieht uns, wir sehen uns bei Video, bei Twitch. Mein Gott, ich bin heute nicht ganz bei auf der Höhe. Wie gesagt, ich bin erkältet. Gott sei Dank habe ich keine Corona, sondern der PCR-Test war negativ. Und ja, man sieht sich auf Twitch oder auf YouTube, wie auch immer. Also, ciao, ciao.